Jo. Was zum Teufel? Da stehen ein Haufen paar Dudes auf der Spitze. Ach, du lebst auch noch. Isa. Humanity is a precious gift, and yet you desire to return to the organization? Oh yes, of course. One eradication at Axel's hands was enough to learn where not to place my trust. He gave you a second lease on life. He ripped me away from the one thing I care about. I don't require humanity. Give me my research. I must see it to fruition, no matter the cost. The replicas. Yes. Soon they will replace, not just replicate. Given a heart, they can become just as real as any human. What excellent tidings. I would hate to think we invited you back into our ranks, only for you to fail to deliver our final vessel, Vexen. Vixen? Der Witz ist so alt, ich weiß, es tut mir leid. Ich entschuldige mich in aller Form, aber es bot sich gerade an. Neue Zone, Digga. Safari-Zone? Drücke L2 oder R2, nee, L2 oder R2, um eine Zone zu wechseln. Bei deinem ersten Besuch wirst du deine Reise in einem der Wegepunkte der Zone beginnen. Echt jetzt? Ah, ja, 27. Du kannst nur deinen zweiten Minijet mit auf deine Reise nehmen. Ja, nice. Geil. Wie war das R2 und L2? Funktioniert nicht. Schade. Ahnt immer irgendwie mit dem Thema aus. Ja, da solltest du dir um deine Klasse immer Sorgen machen. Ja, ich nutze jetzt einfach mal aufbrechen und starte von hier. Es sind noch über zwei neue Welten da, aber ich glaube, wir sollten doch einfach nur zu Jens Hüttl, ne? Monstropolis. Was war das nochmal? Schätze 0%, Kampfstufe 24. Oh, kommt das etwa jetzt? Arendelle. Schätze 0%, Level 26. Wo sind denn die anderen zwei Welten hin hier? Da muss doch noch... Wo sind denn meine zwei Welten? Was ist los hier? Also wir schon Level 24. Ja, kann ich ausprobieren, ne? Klar. Ja, wir fliegen dahin. Ja. Wahrscheinlich kommen unterwegs wieder ein paar... Ach, Nebelflüsse. Ja, genau. Ja, das kenne ich. Ja, genau. Hier, Twilight Town. Olymp? Spielzeugkiste? Wir müssen doch die Kisten suchen. Da muss ich mir mal googeln, wo die sind. Twilight Town? Twilight Town müsste ja, wenn es wie damals in der Nähe von Jens Hitz Schloss gelegen haben. Kai hat Welten verloren. Nein, alles cool, alles noch da. Guck mal hier. Oh, 57% gerade mal. Ah. Das tut ja schon so ein bisschen weh, ne? Da muss man ja mal sagen. Und da sind irgendwelche Riesen. Irgendwelche Schatzsphären. Und das hier unten kann ich nicht anpeilen, ne? Nee. Da kann ich was anpeilen, aber das scheint hinter der Wolke zu sein. Die Frage ist, sollen wir jetzt wirklich zum Jens Hit Tower zurück oder nicht? Oder war das nur so gesagt? Ich weiß es nicht. Bin mir unsicher? Wir fliegen mal hier hin. Wieder ein Landepunkt. Oh, wir können da landen. Ja. Wer hätte gedacht, dass er so verspielt ist? Hashtag mein Lehrmeister. Hashtag mystischer Turm. Hashtag einstiger Schlüsselschwertmeister. Warum eigentlich einstig? Ist er schlecht geworden? Weiß keiner. Ja, nee, aber Jens Hitt ist ein guter Charakter auf jeden Fall. Das ist keine Wolke, das ist Zuckerwatte. Das glaube ich nicht, Ente. Also in allen Ehren, nein. Das ist keine Zuckerwatte.
Ich beraube dich dieser Illusion nur sehr ungern, aber es tut mir leid, es geht nicht anders. No, Spiel fortsetzen, let's go! La, da, da, da. Oh. Ah, wir sind wieder in Twilight Town. Ah, meine Lieblingsstadt. Warte, ich muss erstmal ganz kurz. Ah ja, das ist erstmal Pflicht, Leute. Ihr wisst schon. Ja, das ist erstmal Pflicht. La. Oh, wunderschön. Ha. So, reicht. Tschüss. So, neues Bistro. Was geht hier? Huch. Der musikalische Bauer. Noch ein Spiel. Ey, da, geil, da habe ich ein cooles Spiel runtergeladen. Kann ich auch nochmal einen QR-Code scannen? Der Postflieger. Ja, ey, nice. Warte mal. Es gab davon noch eine zweite Tafel damals, kann ich mich erinnern. Und zwar die hier. Und hier die Straße hoch. Nein. Ist hier nichts mehr dahinter? So, hier kann ich nochmal schnell Schmiedekram abgeben. Neue Fotomission. Blitze schmieden ist eine heiße Sache, Kupo. König der Götter und Vater in einem. Ach ja, ein Foto von Zeus sehen. Würde gerne ein Foto des Feuers in der abgelegenen Schmiede sehen. Und ein Foto der Tram. Ja, das kriegen wir hin. Wo wir schon mal hier sind? Wo ist die Tram? War die nicht eben nur hier? Wir müssen ein Foto von der Bahn machen. Das erinnert mich an eine Detektiv-Konten-Folge irgendwie. Halt, stopp. Warte mal ganz kurz. Wie ging das nochmal? Reicht das? Ich hoffe es. Ja, lass mich doch alles kaputt machen. Ist doch cool. Huh? Nein, hör so auf zu spielen. Ich will hier looten. Nice. Birne. Er hat das Amt des Keyblade-Masters niedergelegt, um sich der Balance der Welten zu widmen. Master Disney. Ja, ja, schon klar. Was der Name bedeutet, weiß ich auch. So, wir können ja mal neue Sachen kochen. Habe ich übrigens jetzt den Film nochmal im Fernsehen gesehen. Den finde ich nach wie vor sehr schön. Ja, warum nicht? Können wir was Neues machen? Ich will was ausprobieren. Lass uns kochen. Hashtag Food Wars, Alter. Oh, was ist denn hier los? Hashtag King immer 2 Grafik. Alle für einen und einer für alle. Das wäre Boku Hero Academia. Also die Extra-Karte wurde freigeschaltet. Oh. Oh. Ist das das gleiche? Ja, les entrées. Potatoes, Fisch. Viandes, weiß ich nicht mehr, was es war. Ich glaube, das waren Fleischgerichte, ne? Ich hoffe, er hat gelernt. Nein, ich bin noch genauso scheiße wie beim letzten Mal. Der kleine Koch scheint für eine Idee für eine neue Vorspeise zu haben. Basilikum, Käse, Tomate und Erdbeere. Das klingt verdächtig eklig. Also gut, Tomate, Käse und Basilikum ist eine geile Kombo, aber wo passt die Erdbeere denn dahin? Nee, also das koche ich nicht. Das koche ich aus Prinzip nicht. Kai am Kochen, not like this. Hey, Kochen voll geil. So, les entrées. Oh, französisch, oh oui, oui. Da gibt's erstmal neue Vorspeise. Was brauchen wir denn dafür? Eine Morchel, Herbsttrompete, Kräuter, Seitling und Pfifferling. Irgendwas Pilzemäßiges. Wir machen mal eins. Let's go. Oh. Sorry. Hupsi. Shokugeki no Soma incoming. Ach ja, stimmt. War gut. War gut, lasst mich. Eine Pilzterrine. Ist was für Super Mario. Will ich nicht. Oh. Haben wir das mal zubereitet? Eine Pilzterrine. Das könnte knusprig werden. Das ganze Ei mit Schale. Ja, es ist lecker. Es ist silent. Es ist für den Kalkhaushalt. So, Olivenöl und Jakobsmuscheln. Interessant.
Also, frittierte Muscheln? Alter, exzellent! Yeah! We did it! Jakobsmuschel Poirle. Kann's nicht aussprechen, ich bin kein Franzose. Das Bistro hat eine zusätzliche Stelle an. Ja, nice! Deliziös, deliziös, ja? Nice auf jeden Fall. Was habe ich hier noch? Les Potages, ja? Achso, ja, das war die Suppe. Das war ja nicht Potato. Das ist ja Pomme de Terre. Ja, ich hatte mal 2 Jahre Französisch, ich kann nichts dafür. Ich vergesse sowas auch nicht. Kürbis und schwarzer Trüffel. Oh, das klingt interessant. Oh Gott. Das war zu stark. Sorry. Oh nein, alles kaputt und nichts können. Tut mir leid. Poirli. Nice! Sie ist exzellent, Mann. Ich werde besser, ja? Und Julian, alle im Stream und alle an YouTube, ihr wisst, ich bin nur noch ein bisschen krank, aber ich bin wieder gesund. Kürbiscreme. Geil. Für jemanden, der wirklich schon mal Kürbissuppe gegessen hat, und ja, das habe ich schon mal, schmeckt richtig gut. Sehr geil. So, was haben wir hier? Fisch. Ja, Fisch, habe ich dabei, Alter. Olivenöl, wir haben nicht mehr sehr viel Olivenöl. Barsch, Basilikum und Thymian. Oh, da bin ich doch dabei. Ach ja, das war das, was ich nicht gecheckt habe. Kai, du als Mann solltest doch mit Eiern umgehen können. Du Schlingelente. Schande, dem wer Böses denkt. Wo kriege ich Olivenöl her? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir machen dieses Schande-Rezept mit der Erdbeere und der Tomate, dem Käse und dem Basilikum. Mal gucken. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Wann muss man denn da drücken? Ich habe keine Ahnung. Olivenöl gibt's im Supermarkt. Das war nicht meine Frage. Ich weiß nicht, wann ich da drücken muss. Ja, ist egal, Leute. Ist wurscht. Wir kriegen das noch hin. Ja, alles cool. Ist der aller Anfang ist schwer beim Kochen. Das ist so. Glaubt mir. Ich habe Erfahrung. Es ist schön, wenn man im Real Life kochen kann, aber im Spiel immer total versagt irgendwie. Aber ich weiß auch nicht, wann ich immer was drücken muss. Das zeigt er immer nicht. Immer nur so anhand von irgendwelchen Bildern. Wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder. Wir müssen sowieso später nochmal wieder mit frischen Rezeptideen wiederkommen. Ja, und frischen, auch natürlich zu frischen Zutaten. Ja, keine Frage. Lass die Ratte lieber kochen. Ja, die ist ja auch ein sehr guter Koch, wie wir im Film gelernt haben. Ach, cool. Beim 13.000 Taler. Triofeuer. Was ist das? Ist das ein Schiff? Ja, keine Ahnung. Aber hey, wir können Stufe 2 Schiffe kaufen. Ja, gut. Kauf ihr alles einmal. Ja. 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 Und ja. Und ja. Weil das ist keine Ahnung. Null Sticker. Ah. Okay. Okay, oh, das ist ja ganz toll. Oh, ja, tolle Muster. Ja, Camouflage-Material. Geil. Nämlich 5%, kein nimmt auf, da sehe ich mich. Ja, da warum nicht? Immer gerne, immer ran hier. Immer dabei sein, immer dabei frei sein hier. Das macht Spaß hier. Das macht Laune. Nee, mal im Ernst, wie kommt man jetzt zu jetzt hin, wenn jetzt finde ich das würde wollen? Das geht doch eigentlich hier gar nicht, oder? Aber wo ich schon mal hier bin, kann ich schon mal die Zutaten mitnehmen, wenn ich noch ein paar im Kopf habe. Hier oben lag irgendwas fancy-mäßiges rum, ne? Genau. Kaviar, lecker. Wer will nicht ein bisschen leckeres totes Fischei haben? Voll lecker. Buddha ist immer gut. Buddha bei den Fischen hier.
Kann ich auch nochmal looten? Banane. Nee, Apfel. Hier gab's auch noch was. Seezunge, lecker. Zitronen, oh ja, geil. Ich glaube, hier gab's noch mehr. Aber ich weiß nicht, rare. Da ist noch was. Buddha. Ja, hier gibt's immer nur so einen Basic-Kram. Ist bloß gut. Guti, ich glaube, das war's erstmal wieder für jetzt. Ich glaube, wir können wieder losflitzen. Ich glaube, das bracht uns hier nicht so viel. Also ja, toll, wir können hier ein bisschen theoretisch ein bisschen schmieden. Ja, hier, ich gebe nochmal ab. Ah ja, keine Ahnung, was wir davon jetzt schon haben. Okay, davon haben wir nichts im Vorrat. Das steht ja mein da. Aber einiges davon habe ich auch ausgerüstet. Deswegen liegt es nicht im Vorrat, sondern es ist ausgerüstet gerade. Das hilft mir nicht viel weiter. Aber was ich jetzt mal testen wollte, ist, was ist jetzt mit der Fotomission? Hab ich doch fotografiert? Wieso geht das nicht? Ich höre die Bahn. Ich höre die Bahn. Ich höre die Bahn. Aha. Jetzt. Eben wollte er nicht. Alter, da unten ist ein Triforce voll von Zelda geklaut. Oh, ey, schlecht. So, haben wir. Was können wir dafür jetzt Neues schmieden? Charmeurring. Oh, oh. Tja, kann man machen, ne? Was ich aber mal gucken will, ist hier, wir haben ja ein neues Schlüsselschwert. Da kann man ja auch mal boosten, ne? Fluorid haben wir noch zweimal. Da bin ich dabei. Immer auf immer und ewig. Gab es da nicht mal eine Serie, die so hieß? Keine Sinn in Nebenquest. Ja, ey, die sind wichtig, Mann. Außerdem will ich das neue Schlüsselschwert auch gleich mal ausprobieren. Nein. Hier, Ausrüstung, Sora. Ach, stimmt, man kann ja bis zu 3 ausrüsten. Dann legen wir doch mal vielleicht... Das war der Hyperhammer, das war der Konterschild, das war nicht so geil. Doppelarmbrust, das war ziemlich cool. Wie sagen, dann tauschen wir das mal aus hier. Immunität gibt es als Fähigkeit. Keine Ahnung, was es bringt. Aber ich würde sagen, wir legen es mal in die Hand. Mal gucken. Jetzt haben wir 2 Magic-Based Schlüsselschwerter. Was ist denn Immunität als Fähigkeit? Das kenne ich noch nicht. Ist neu. Wo konnte man die nochmal sehen, die man geschenkt bekommen hatte? Liste wechseln. Nee. Wo steht das? Muss ich dafür mein Schlüsselschwert in der Hand ändern? Wie war das? So seitlich, ne? Da, immer und ewig. Aha. Cool. Nice. Defender? Nee. Hilfs-Sheriff-Glücksboost. Steht noch da. Aber wo ist denn der Skill von... Ach, warte mal. Waffe wechseln, geht das auch? Liste wechseln. Immer und ewig. Immunität. Wirke Heilmagie ohne von gegnerischen Treffern. Ah, also quasi. Anti-Vita-Canceling. Ja, das kennen wir alle. Supi, gut, dann weiß ich, was es ist. Ja. Heißt das, dass die Skills der Schwerter, die ich gerade nicht benutze, nicht aktiv sind? Dann werden wir wahrscheinlich viel mit dem Hilfs-Sheriff kämpfen, weil der hat halt eben diesen doch sehr praktischen Glücksboost. Antidisruptor. Genau so heißt das Skill übrigens. Danke. Ja, dann brechen wir mal auf. Und anscheinend in die nächste Welt. Weil... Ich weiß nicht, wo es hier ins Sid geht. Wegpunkt NFL. Das ist National Football League.
Aufladezeit, Zwillingsschuss. Kann ich die irgendwie auch noch changen? Ey, doch hier, Alter, cool. Highwind 2, Falcon 2. Ja, doch hier, Alter, cool. Offensive 218, normaler 234. Trefferpunkte sind höher, Geschwindigkeit ist gut. Rollen ist ein bisschen besser. Feuerkraft ist besser und die Manövrierbarkeit ist genauso scheiße. Na super, dann ist er dort insgesamt besser. Spezialwaffe. Hier eine Schutzwand, die gegnerische Geschosse aufhält. Zwillingsschuss. Deckt Gegner für bestimmte Zeiten heftigen Beschuss und seitlichen Jet an gerichteten Geschützen ein. Ja, ey, gönn ich. So, keiner. Dann nehmen wir den Mini Highwind S. Start. Stufe. Ach nee, Stufe 2. Ich dachte, es steht irgendwas mit STS oder Z oder so. Alter, Zahlen. Was machen die alles? TP, Rollen. Der Falcon ist aber jetzt nicht nennenswert offensiver. Kosten 60 von 100. Ja, wir nehmen den einfach. Und, nehmen noch so einen mit. Ich habe noch keine Lust, die selber zu bauen irgendwie. Mir zu blöd. Ja, let's go. Gummijet in Kingdom Hearts 3 finde ich besser als das Hauptspiel. Was? Nein. Also auf keinen Fall. Gummijet ist hier zwar cooler, aber immer noch nervig. Aber es macht Spaß, muss man zugeben. Aber trotzdem ist das Hauptspiel schon geiler. So, da vorne ist ein Herz und so, was ist denn das hier für wie war Gas geben? Oh. Ah ja. Das wollte ich. Ui. Wow, Alter, Control Man, Hilfe. Hui, let's go, Alter. Da ist das Schlauchensystem, cool, Mann. Gummijet, das hier finde ich toll. Aber doch nicht besser als das Hauptspiel. Oh nein, Herzloser, really? Da fehlt doch noch einer. Ja, die gehen schon ein bisschen schneller kaputt als beim letzten Mal. Ah, Viereck ist dodgen. Aua. Aua. Fertig? Nein, hier. Wow. Junge. Stop dies. Wie war der Hyperscheiß? Dreieck, ne? Ja, Mann, Feuer frei. Okay, ist vorbei. Nice. Wir haben, glaube ich, zu lange gebraucht, oder? Countdown S. B. 4000 Erfahrungskugeln. Gesamtpunktzahl. Ich keine Ahnung, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Genoppzeilen. Bitte?
Ach ja, ja, falsch rum. Nee, wo war unser Ziel? Da hinten irgendwo, ne? Ja, da, 2900. Ja, dann fliegen wir doch durch den Schlauch hier. Go. Feuer frei! Yay! Yeah. Einmal frei drauf losballern. So, ja, die für die XP haben wir Level 29 erreicht. Ich weiß gar nicht, was es bringt, ehrlich gesagt. Ah, oh, ich wusste, ich muss gegen die kämpfen. Gut, ist egal, wir kriegen auf jeden Fall viele Erfahrungspunkte dafür, so ist es nicht. Oh Junge, holy shit, die schießen Eis. Digga, jo, Junge, die sind zu schnell. Hallo. Schön mal eure Nuggets. Das reicht zu mir, Alter, Ballermann und Söhne hier. Gruppenabschussbonus, krass. Nein, der ist weggespawnt. Oh nein, nicht die wieder. Ha! Kaputt gekriegt. Oh. 100. Ah, 100. Ah, beim letzten Mal mussten wir die Zeit überleben. Keiner Squad-Killer, Alter. Ey, Rang B, Mann. Wieder 4000 XP. I guess I take it. Wie gibt man denn ganz normal Gas? Ich drücke mal direkt Kreis und dann rastet das Spiel mal sofort aus. Oh, da ist wieder so ein komisches Schieß auf die Teile-Ding. Komm, das machen wir wieder. Ja, auf jeden Fall, Mann. B wie billig. Oha. Alter, oh, Alter, ist krass, es schwankt jetzt. Ist ja richtig schwerer geworden. Ja, richtig krass schwer geworden. Oh, hier oben ist noch was. Oh nein. Oh nein. Nein, dreh zurück. Du Arsch. So. Okay, aber mehrere gleichzeitig machen muss, ist natürlich schon fies. Da will ich nichts gesagt haben. Ne? Vielleicht sogar noch schwerer. Weiß man nicht. Boah, Alter, richtig dicke XP. War das sind die blauen Dinger da? Ah, das sind irgendwelche Stückchen. Okay. Stufe 32. Eisgar-Gummis. Wasra-Gummis. Ja, geil, Alter. Excalibur, römische Stinkschwumms. Mithrilsteine, jawohl. Voll die Gönnung. Wo fliegen wir jetzt hin? Egal, ich muss immer in die Richtung da. Flieg mal Querfeldbeet hier. Geht ja so schön. Aber mal halt. Wie hält man hier nochmal an? Ich muss mal ganz kurz hier lernen, wie man stoppt.